Sie sind das beliebteste Haustier der Deutschen. Millionen von Katzen gibt es bei uns. Und es werden immer mehr. Katzen sind effektive Jäger. Sie töten Vögel millionenfach. Experten warnen vor dem Killer schlechthin, der Katze. Die Katze wird drin ernährt, geht dann raus und ist sozusagen Sportjäger im Garten unterwegs und macht eigentlich nur alles tot, was dort auftaucht. Für viele sind Katzen Kuscheltiere, aber sind sie auch eine Bedrohung? Millionen Katzen in Deutschland sind verwildert. Die vielen Streuner bringen Tierschützer an ihre Grenzen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Deutschland ein Katzenproblem hat. Lucky ist auf der Lauer, wie jeden Tag. Der Kater ist viel draußen unterwegs. Immer mit dabei seine Schwester Lea, wie Lucky 5 Jahre alt. Lea und Lucky gehören Familie Thoma. So friedlich wie heute sind die Katzen nicht immer. Sie sind begeisterte Jäger. Im Sommer sind sie eher ein bisschen faul, aber im Frühjahr waren sie schon relativ aktiv. Im Moment eher Mäuse. Und Vögel waren auch schon mal dabei. Kleine aber Vögel. Das ist auch schon wieder ein bisschen leer. Der Jagdtrieb bei Katzen ist angeboren. Er lässt sich nicht abtrainieren. Gerade Jungvögel sind eine leichte Beute. Vermutlich kriege ich nicht alles mit. Weil es sind jetzt keine Katzen, die jetzt irgendwie stolz ihre Beute bringen und dann irgendwie belohnt werden wollen oder mir das irgendwie ganz bewusst zeigen. Ich kriege es ja dann mit, wenn sie es im Garten zerlegen oder auffressen. Ich glaube wirklich, dass sie auch viele, viele Sachen fangen und dann im Wald oder so dann einfach liegen lassen. Etwa 25 Beutetiere, so schätzen die Thomas, erlegen ihre Katzen im Jahr. Darunter sind immer wieder Vögel. Wie Lea und Lucky sind in Deutschland mehrere Millionen Freigänger in der Natur unterwegs. Und die meisten fangen auch Vögel. Forscher schlagen deshalb Alarm. Ovingen am Bodensee. Hier lebt Peter Berthold, der größte Katzenkritiker unter Deutschlands Vogelkundlern. Seinen Garten und die Futterstelle hat Berthold weitgehend katzensicher gemacht. Es ist ein Paradies für Vögel. Aber Berthold ist sich sicher, die Ausmaße des Problems werden unterschätzt. Freilaufende Katzen schaden Vögeln immens. Die Zahlen sind schon beträchtlich, eigentlich erschreckend und gewaltig, kann man sogar sagen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir so ungefähr zwischen 4 und 8 Millionen Katzen in Deutschland haben und ungefähr ein Bruchteil davon auf Vogeljagd geht, summiert sich das im Jahresende doch ungefähr auf 30 Millionen Vogelindividuen. Das ist der Unterrand der Schätzung, 30 Millionen Vogelindividuen. Dabei sind Vögel ohnehin in Not. Der Insektenschwund, die intensive Landwirtschaft, das setzt den Beständen zu. Fast die Hälfte aller Brutvogelarten in Deutschland ist mittlerweile gefährdet. Bertholds Futterstelle ist gut besucht. Auch Feldsperlinge lassen sich hier noch blicken. Es gibt heute viele Dörfer, da sehen Sie keinen einzigen Feldsperling mehr. Nicht umsonst ist er in der roten Liste gelandet, als bedrohte und gefährdete Vogelart. Ja, also wenn man es mal ein bisschen salopp ausdrückt, wie man es im Schwäbischen vielleicht sagen würde, dann wäre die Zustandsbeschreibung hundsmiserabel. Berthold macht sich vor allem um selten gewordene Arten Sorgen. Und das Schlimme ist vor allen Dingen natürlich, dass die Katzen ja noch nicht gezielt sagen, okay, ich lebe von Amseln und von früher von Spatzen, weil die häufig sind, sondern oft werden auch seltene Vogelarten erwischt, bis in den Hausgarten hinein. Der letzte Hausrotschwanz, der im Dorf, Gartenrotschwanz, der im Dorf brütet, oder eine Klappergrasmücke. Und da wird es natürlich ganz eng. Da werden also Kleinpopulationen tatsächlich auch von Katzen vollständig aufgerieben. Ein Brennpunkt laut Berthold, unsere Gärten. Hier treffen die Vögel auf besonders viele Katzen.
Der Gürtel um unsere Dörfer und Städte mit den Einfamilienhäusern, wo die meisten Katzen leben, die als Freigänger draußen sind, das sind eigentlich die letzten Refugien für Biodiversität, für Vögel und Schmetterlinge. Weil in der freien Landschaft kann ja fast gar nichts mehr leben. In der Innenstadt auch nicht. Also das ist sozusagen der Gürtel mit der meisten Artenvielfalt. Und ausgerechnet dort sind diese Einzelkatzen als Jäger in fast jedem Garten unterwegs. Aber sind Katzen für das große Vogelsterben wirklich mitverantwortlich? Der Zürichsee in der Schweiz. Ganz in der Nähe lebt einer der renommiertesten Katzenforscher der Welt, Dennis Turner. Der gebürtige US-Amerikaner beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Katzen. 30 Millionen erlegte Vögel pro Jahr in Deutschland hält auch Turner für realistisch. Aber es sei wichtig, diese Zahl in Relation zum Vogelnachwuchs zu sehen. Es gibt eigentlich eine einzige Studie aus der Schweiz, auf der Household Swans in einem Gegend, wo es sehr viele Freilaufkatzen waren. Und es ging 3 Jahre lang. Und diese Studie hat dann festgestellt, dass tatsächlich die Katzen nehmen, die Produktion von dieser Household Swans Population um 12% reduziert wurde. Aber es war immer noch eine sogenannte Quelle-Population. Das heißt, es produzierte immer genügend Nachwuchs zum stabil bleiben. Laut Turner gibt es zu wenig belastbare Studien zum Schaden, den die Tiere anrichten. Und nicht nur die Freigänger würden Vögel jagen, auch verwilderte Katzen hätten einen großen Anteil. Die Streuner sind ein Problem, überall. Der größte Teil von der Erbeutung von sowohl Vögel als auch Nagetier ist von streunenden Katzen. In Deutschland soll es 2 Millionen herrenlose Katzen geben. Die vermehren sich rasant. Und mehr Katzen heißt mehr erlegte Beute. Der Verein Fellnothilfe will diesen Trend stoppen. In Sachsen-Anhalt fangen die Tierschützer streunende Katzen, um sie kastrieren zu lassen. Andreas Döring in Harzgeroda auf dem Weg zu einem verlassenen Grundstück. Ein Anrufer hat hier wilde Streuner gemeldet. Besitzer gibt es keine, wie so oft. Döring will nicht, dass sich die Katzen unkontrolliert weiter vermehren. Tierschützer wie er kümmern sich um ein Problem, das vielen nicht bewusst ist. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Deutschland ein Katzenproblem hat. Das zeigt sich auch bei uns. Wir kriegen in einer Woche 3 bis 4, 5 Anrufe. Die alte Omi zum Beispiel, die es nett meint und füttert. Und plötzlich sind da 10, 12 Katzen und es werden immer mehr. Diesen Streunern geht es häufig schlecht. Sie sind verletzt, verwahrlost, oft kurz vor dem Hungertod. Viele haben Parasiten, infizieren sich gegenseitig und können Krankheiten auf Menschen übertragen. In den vergangenen 10 Monaten hat Andreas Döring fast 100 solcher Streunerkatzen kastrieren lassen. Um die kann er sich jetzt kümmern. Weitere sollen heute dazukommen. Das bedeutet zunächst vor allem eines: Warten. Das kann schon ein paar Stunden dauern, 3, 4 Stunden. Also man muss das schon gut planen, der Tag wird gebraucht. Und manchmal sitzt der eben auch umsonst da. Ne? Auf dem Grundstück leben mindestens 10 Katzen. Eine Nachbarin füttert die Tiere aus Mitleid. Doch dadurch werden es immer mehr. Heute lohnt sich das Warten für Andreas Döring. Einige Katzen sind in die Falle gegangen. Die sieht noch ganz gut aus, das kann aber auch täuschen. Da muss der Tierarzt nachher noch mal gucken. So, Mietzi, komm mal her, mein Schatz, zeig mal. Oh, feine Mietzi-Katze. Die Tiere stammen vermutlich von ausgesetzten Hauskatzen ab. Sie sind scheu, lassen sich nicht anfassen. Nur mit viel Geduld kann Andreas Döring sie in den Transportkäfig lotsen. Vier Katzen sind es insgesamt. Für ihn ein Erfolg.
Der kleine Verein ist eine Privatinitiative, erlebt vor allem von Spenden und ist auf die Unterstützung von Stiftungen und Behörden angewiesen. Wir haben zu wenig Geld und wir haben zu wenig Leute. Das heißt, es bleibt die ganze Arbeit eigentlich an vier Aktiven hängen, was ist natürlich auch anstrengend, weil die Leute gehen auch alle arbeiten. Die Gemeinde Harzgerode hat das Katzenproblem erkannt. Sie übernimmt die Kosten für die Kastration. Andreas Döring wird noch einmal wiederkommen, um die restlichen Katzen zu fangen. Mindestens eine davon ist schon wieder trächtig. Was es bedeutet, wenn sich Streunerkatzen unkontrolliert vermehren, erlebt auch das Tierheim Dachau jedes Jahr aufs Neue. Das Katzenhaus platzt im Sommer aus allen Nähten. Jedes Zimmer ist besetzt. Mehr als 30 Katzenbabys gilt es zu versorgen. Noch nie musste Silvia Gruber vom Tierheim Dachau so viele Katzenmütter wie im Jahr 2018 aufnehmen. Frisch eingetroffen, 4 Babykatzen und ihre Mutter. Die Kätzin wurde vermutlich ausgesetzt. Tierfreunde fanden sie mit den Babys in einer verlassenen Scheune, völlig abgemagert. Jetzt werden alle 5 aufgepäppelt. Für Gruber nur ein Fall von vielen. Das Tierheim bekommt Jahr für Jahr mehr Jungkatzen, wie fast alle Einrichtungen in Deutschland. Früher hatten wir 2 Würfe so im Jahr, Frühjahr, Herbst. Mittlerweile haben wir so noch den sogenannten Sommerwurf. Es wird relativ warm schon im Februar. Und dann sind die Katzen oft da schon das erste Mal rollig und werden halt dann gleich gedeckt. Und deswegen sind es wirklich im Durchschnitt 3 Würfe. Und das schafft eine Katzenmama, die schafft es einfach nicht mehr. Und es wird definitiv mehr. Das können wir mit Sicherheit sagen. Eine Hochrechnung des Deutschen Tierschutzbundes klingt schier unglaublich. Auf 200 Millionen Nachkommen können es ein Katzenpaar und seine Kindeskinder in 10 Jahren theoretisch bringen, bei idealen Bedingungen. Katzen vermehren sich rasant. Die Mütter werden oft schon wenige Wochen nach der Geburt wieder trächtig. Im nächsten Zimmer das gleiche Bild. Diese 4 Babys mussten mit der Flasche großgezogen werden. Ihre streunende Mutter wurde überfahren. Viel Aufwand, auch finanziell. Die Kosten durch die Katzenschwämme belasten die Tierheime. Tiere werden ja bei uns dann auch erstmal gesund gepflegt. Da ist der Kostenfaktor teilweise bis 500, 600 Euro allein, bis sie wieder so einigermaßen fit sind. Dann kommt dazu Entwurmung, Chippen, Impfen. Ich höre es auch von anderen Tierheimen, dass die Katzen das Problem bei vielen Tierheimen sind und dass viele Tierheime dadurch teilweise bis an die Insolvenz getrieben werden, weil die Kosten immens hoch sind. Auch Katzenschützer Andreas Döring weiß noch nicht, welche Kosten heute auf ihn zukommen. Der Vorsitzende vom Verein Fellnothilfe hat in Harzgerode einen Termin beim Tierarzt, die gefangenen Streunerkatzen im Gepäck. Dr. Uwe Kästner übernimmt Untersuchung und Kastration. Ansonsten sind sie gesund, ja, oder haben sie irgendwelche... Ja, auf den ersten Blick sehen sie gesund aus. Ja. Katzen schnupfen haben, ist das immer schlecht, weil die Atmung muss schon okay sein. Ja, sind eigentlich auch gut genährt. Anfassen kann der Arzt die Tiere nicht. Sie sind an Menschen nicht gewöhnt. Nur betäubt lassen sich wilde Katzen untersuchen. Also ich denke, wir machen das relativ schonend. Sie haben gesehen, sie hat noch nicht mal groß geschrien bei der Injektion. Also die Injektion ist kein Problem. Narkose ist natürlich auch ein gewisses Risiko. Aber ich glaube, das kann man schon eingehen. Wir wissen auch, dass Katzen, die in der Wildnis leben und nicht kastriert sind, meistens kein langes Leben haben. Nach 5 Minuten schläft das Tier. Jetzt lässt sich das Geschlecht feststellen. Also hier sehen wir schon, das ist ein Kater. Bei Katern ist die Kastration weniger aufwendig. Sie kostet um die 70 Euro und dauert nicht einmal eine halbe Stunde. Kostenpunkt bei Kätzinnen ca. 150 Euro. Denn hier ist eine Operation fällig. Die Eierstöcke müssen entfernt werden. Der Tierarzt plädiert dafür, alle freilaufenden Katzen kastrieren zu lassen. Nur so lässt sich die Katzenschwämme eindämmen. Aber viele Katzenhalter wollen das nicht. Es gibt sicherlich auch finanzielle Gründe,
Denn 140 Euro oder 50 Euro hat nicht jeder so gleich parat für eine Katze zum Kastrieren. Dann gibt es sicher auch die Auffassung, dass es nicht unbedingt notwendig ist. Alle Streuner haben die OP gut überstanden. Sie werden künftig an der alten Futterstelle betreut. Als Jäger sind sie weiter aktiv, aber sie können sich nicht mehr vermehren. Und tragen so dazu bei, einen bedrohten Artgenossen zu schützen. Die europäische Wildkatze. 5000 der scheuen Tiere soll es inzwischen wieder in deutschen Wäldern geben. Sie sehen unseren Hauskatzen ähnlich, haben aber unterschiedliche Vorfahren. Sabrina Streif arbeitet für die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. Sie macht sich Sorgen, dass unkastrierte Katzen die Wildkatze gefährden, indem sie sich mit ihr paaren. Eine Vermischung beider Arten bedroht den Erhalt der Wildkatze, denn das verändert ihre Gene. Jede Tierart hat ihre speziellen Anpassungen, also ihre genetische Ausstattung. Bei der Wildkatze ist sie scheu. Ihre natürliche Scheu, dass sie sich auch den Menschen zeigt. Oder zum Beispiel ihr dickes Fell. Sie hatten dieses dicke Fell, um in unseren Temperaturzonen zu überleben, auch unsere kalten Winter zu überleben. Und das hat alles die Hauskatze nicht. Wie oft treffen Haus- und Wildkatze aufeinander? Das hat Sabrina Streif überprüft. Sie überwachte freilaufende Hauskatzen in einem Wildkatzengebiet per GPS und bewies so, die Gefahr, dass beide sich treffen und paaren, ist durchaus vorhanden. Wir sehen hier ganz viele Punkte. Das sind alles Ortungspunkte von Wildkatzen. Und wir haben hier die Laufwege von einer Hauskatze, die aber an mehreren Tagen an den Waldrand gestreunert ist. Also das sind unglaublich interessante Stellen für uns, um mal auch zum Beispiel mit einer Wildkamera, die wir da aufstellen können, zu schauen, kommst du mal zu einer Begegnung von Wild- und Hauskatze? Eine Stelle liegt in der Nähe von Breisach an der französischen Grenze. Sabrina Streif will hier herausfinden, was die Katzen so treiben, mit Hilfe einer Fotofalle und eines sogenannten Lockstocks. Der Pflock wird mit Baldrian besprüht. Den lieben alle Katzen, auch die Wilden. Wenn die dann diesen Geruch riechen, nachts in der Dämmerung oder morgens in der Dämmerung, kommen die an den Lockstock dran, reiben sich und durch dieses Reiben hinterlassen sie ihre Haare. Und wenn man dann diese Haare absammelt, kann man an der DNA, die sich ja immer in einer ganz kleinen Haarwurzel noch befindet, also eine geringe Menge DNA reicht schon aus, um dann die Wildkatze im Labor nachzuweisen. So lässt sich auch erkennen, ob hier Hybride vorhanden sind. Nachkommen einer Paarung von Wild- und Hauskatze. Etwa 4% der Wildkatzen in Deutschland sind Hybride. In anderen Ländern liegt der Anteil bereits bei 50%. So weit soll es bei uns nicht kommen. Wenn wir von der Wildkatze sprechen, sprechen wir im Moment von einer Erfolgsgeschichte. Ihre Bestände haben sich richtig gut erholt. Die waren lange Zeit sehr stark dezimiert, weil der auch, ja, gejagt wurde. Und jetzt ist sie wieder auf dem Vormarsch in vielen Teilen Deutschlands. Doch die Erfolgsgeschichte könnte schnell enden. Denn noch sind zu viele unkastrierte Katzen in Deutschland unterwegs. Um der Katzenschwemme Herr zu werden, setzen manche Jäger deshalb auch auf andere Maßnahmen als die Kastration. Eckbert Urbach ist Leiter der Landesjagdschule des Bayerischen Jagdverbands. Er ist östlich von München unterwegs. In der Nähe ist ein Naturschutzgebiet. Rundrum sind Höfe und Siedlungen mit vielen freilaufenden Katzen. Die gehen hier auf die Jagd. Katzen sind nun mal geborene Raubtiere. Das geht los von Amphibien, also Blindschleichen, Eidechsen. Es geht dann über Jungvögel. Es geht weiter über Jungkaninchen, es geht weiter bis zum Junghasen, den die Katze auch problemlos zwingt. Der Jagdschutz verpflichtet Jäger, das Wild vor Seuchen und Räubern zu bewahren. Wildert eine Katze, darf der Jäger das Tier erschießen. In Bayern und 12 anderen Bundesländern. Das wird laut Urbach auch getan, unter bestimmten Voraussetzungen.
Normalerweise kenne ich in meinem Revier die Katzen von den Bauern, die auf den Höfen sind, die um die Höfe rum sind. Wenn ich draußen im Revier eine Katze habe, die zum Menschen eine Fluchtdistanz von über 200 Metern hat, sich sofort in die Deckung wegdrückt und flüchtet, dann kann ich davon ausgehen, wenn die keiner kennt, dass das hier ein wildernes Exemplar ist. Und wenn sich da eine zweite dazugesellt und die beiden ziehen einen Wurf groß in freier Wildbahn, dann haben wir eine ganze Familie, die wildert. Und bei solchen Extremfällen muss man dann halt doch mal einschreiten. Es gibt in Bayern eine Einschränkung für den Abschuss. Die Katze muss mindestens 300 Meter vom Ortsrand entfernt sein. Innerhalb dieser 300 Meter genießen die Katzen Schutz. Es ist übrigens ein Paradoxon, ein Hund, der wildern würde, würde da keinen Schutz genießen. Aber eine Katze gilt als wildernd bzw. als streunend, wenn sie weiter als 300 Meter vom nächsten Gebäude entfernt ist. In Bayern gibt es keine Statistik zum Abschuss von Katzen. In NRW, Schleswig-Holstein und Hamburg schon. Dort wurden von 2007 bis 2015 über 100.000 Katzen geschossen. Wir sind jetzt wirklich nicht wild darauf, Katzen zu schießen, absolut nicht. Aber Tierschutz ist nun mal nicht teilbar. Der gilt für Hunde und Katzen und für junge Hasen, Kaninchen und Bodenbrüter genauso. Tierschutzorganisationen kritisieren den Abschuss von Katzen. Sie bezweifeln, dass die Tiere auf dem Feld verstärkt wildern und etwa Bodenbrütern und Vögeln nachstellen. Das beliebteste Beutetier der Katze ist die Maus. Das ist für Forscher klar belegt. Der Hauptbeute war immer Nagetiere und auch das Verhaltensmuster, das Jagdverhalten von Katzen ist vollständig auf das ausgerichtet. Katzen sind opportunistische Jäger, werden es immer sein und sie nehmen das, was ihnen über den Weg geht und sie fangen können. Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben den Abschuss von Katzen mittlerweile verboten. Auch Jagdverbände fordern eine Kastrationspflicht. Dass diese das Streunerproblem eindämmen kann, hat eine Stadt vorgemacht. Paderborn. Seit 2008 gilt hier eine Verordnung. Kastrationspflicht für freilaufende Katzen im Stadtgebiet. Und wer fremde Tiere füttert, ist für deren Kastration verantwortlich. Ordnungsamtsleiter Udo Olszewski sah sich zum Handeln gezwungen. Kranke Streuner gefährden die Bürger. Sie können Fuchsbandwürmer, Pilzinfektionen, Parasiten auf Menschen übertragen. Wir hatten Informationen über die Tierhilfsorganisation, dass sich im Kreisgebiet ca. 40.000 Katzen aufhalten sollten. Diese Katzen strömten dann teilweise auch in Bereiche direkte Innenstadtlage der Stadt Paderborn, sodass wir an bestimmten Stellen, beispielsweise der Uni oder an Freibadanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätzen, durchaus Schwerpunkte hatten, wo sich des Nachts 40, 50, 60 Katzen gesammelt haben. Susan Smith von Aktion Tier war an der Verordnung beteiligt. Die Katzenschützerin fängt immer noch Streuner in Paderborn ein, um sie kastrieren zu lassen. Aber es sind deutlich weniger geworden. Ihre Bilanz nach 10 Jahren? Positiv. Wir haben vor der Verordnung, also vor 2008, so immer um die 300 im Jahr kastriert. Aus den Stadtteilen von Paderborn und Paderborn direkt. Und sind mittlerweile bei so 40 bis 50 hat es sich eingependelt. Katzen sterben also auch bei einer Kastrationspflicht nicht aus. Inzwischen hat das Paderborner Modell bundesweit Nachahmer gefunden. Doch viele Kommunen scheuen den Aufwand. Weniger als 700 Gemeinden in Deutschland haben eine solche Verordnung von mehr als 11.000. Damit fehlt der Mehrzahl der Tierschützer in Deutschland die rechtliche Handhabe, wilde Katzen zu kastrieren. Wir waren natürlich immer mit einem Fuß auf der illegalen Seite, weil wenn an Futterstellen neue Tiere ankamen, die nicht kastriert waren, wir haben die dann abgefangen und kastriert. Und es gab tatsächlich einen Besitzer, der das nicht wollte. Dann war es eben schon eben eine Straftat von uns, dass wir das überhaupt gemacht haben. Und jetzt haben wir in Paderborn eben die Rechtssicherheit, dass wir sagen können, okay, dazu sind wir in der Lage und das dürfen wir eben auch. Eine bundesweite Kastrationspflicht wird es wohl auf absehbare Zeit trotzdem nicht geben. Aber es gibt auch andere Ideen.
Peter Berthold warnt schon lange vor dem schädlichen Einfluss von Katzen auf die Vogelwelt. Seine Lösung? Eine Katzensteuer in Höhe von 30 Euro pro Tier, zu zahlen von jedem Katzenhalter in Deutschland. Die Steuer wäre natürlich nicht so gedacht, dass die nachher der Bürgermeister einstreicht und dafür eine schöne neue Stadthalle baut, sondern dass sie vor allen Dingen zugute kämen dem Kastrationsprogramm und auch den Tierheimen, die sagen, wir würden ja gern mehr Katzen aufnehmen und würden die auch ordnungsgemäß halten, bis sie dann natürlich in Tode sterben. Aber wir haben gar kein Geld, wir haben gar keine Kapazitäten. Das alles könnte mit der Katzensteuer bewältigt werden. Die Idee überzeugt Katzenexperten wie Dennis Turner nicht. Das Problem mit der Katzensteuer ist, die Katzen ist nicht kontrollierbar wie der Hund. Und nicht alle Katzen ertragen ein Halsband oder eine Marke. Im Weiteren, die Katzensteuer, damit es effektiv als Mittel gegen die Größe vom Katzenbestand, müsste so hoch sein, dass viele alleinlebende ältere Menschen, deren einziger sozialer Kontakt mit ihrer Katze ist, könnten es nicht leisten. Also ich bin aus diesem Grund im Prinzip gegen eine Katzensteuer. Für Turner sind auch Katzenhalter in der Pflicht. Sie können dazu beitragen, dass ihre Tiere weniger Vögel fangen. Eine Methode, die ich relativ häufig empfehle, ist während der Jungvogelzeit, also der Brutzeit, die Katze einzusperren, wenigstens tagsüber. Eine andere Möglichkeit ist ein unfallsicherer Halsband mit einem Glöckchen. Allerdings, es gibt keinen Beweis, dass das funktioniert, aber es zeigt eine gewisse Bereitschaft der Katzenhalter. Doch in einem sind sich fast alle Experten einig. Entscheidend ist die Kastration. Nur sie verhindert, dass zu den gewollten Katzen zu viele Ungewollte dazukommen. Andreas Döring von der Fellnothilfe betreut an einer Futterstelle 13 ehemalige Streuner. Sie sind kastriert, zu fressen gibt's genug. Wildern, um zu überleben, müssen diese Katzen nicht mehr. Auch für Döring führt an einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen kein Weg vorbei. Ganz toll wäre es, wenn man, dass ich irgendwann mal sagen kann, ich habe ein bisschen was geholfen, dass es weniger Tierelend gibt und dass die Menschen vielleicht mal mehr nachdenken und nicht so gleichgültig sind gegenüber ihren Mitgeschöpfen. Für viele Tierschützer steht fest, nicht nur den Katzen würde es besser gehen. Auch mehr Vögel würden überleben, wenn es klarere Regeln für das Katzenproblem in ganz Deutschland geben würde.